10 sehr gute Apps, die dein 2019 besser machen werden, schauen wir uns in diesem Video an. Alle Apps gibt es kostenlos für Android und die meisten auch für iOS. Bleib unbedingt bis zum Ende dran, dann findest du bestimmt einige Apps, die richtig nützlich für dich sein können. Hier auf Neuland-Tipps bekommst du immer die wichtigsten Neuigkeiten und die besten Tipps für deinen Internet- und Smartphone-Alltag. Abonniere den Kanal und aktiviere die Benachrichtigungen, wenn du bestens informiert werden möchtest. Google Notizen kennst du vielleicht schon, aber schau dir mal in Ruhe an, was für praktische Features die App hat. Erst einmal ist es eine sehr übersichtliche App, mit der du schnell und ohne Schnickschnack Notizen und Erinnerungen erstellen kannst. Du kannst hier unten auswählen, was für eine Notiz du erstellen möchtest, entweder einen Text, eine Liste, eine Zeichnung, eine Sprachmemo oder eine Bildnotiz. Bei jeder Notiz kannst du eine Erinnerung einstellen, die dann, wenn du auch den Google-Kalender benutzt, in deinem Kalender erscheint. Beim Hinzufügen einer Erinnerung kannst du auch einen Ort festlegen, sodass du erinnert wirst, sobald du dich in der Nähe dieses bestimmten Ortes befindest. Zur besseren Übersicht kannst du Notizen anpinnen, beliebig verschieben, in bestimmte Kategorien einteilen und mit Farben versehen. Mit der App Effectum kannst du deine Videos schneller und langsamer machen und auch rückwärts abspielen, wodurch coole Effekte entstehen können. Die App ist einfach zu bedienen. Du wählst zuerst den gewünschten Effekt aus, kannst dann dein Video zurechtschneiden und durch den Schieberegler die Effektstärke bestimmen. Das Wasserzeichen kannst du durch Werbung anschauen wegbekommen oder für 1 Euro dauerhaft entfernen. Diejenigen mit einem großen Handy kennen das Problem wahrscheinlich. Um alle Ecken auf dem Display zu erreichen, braucht man beide Hände. Genau dieses Problem löst die App Reachability Cursor. Diese Bedienhilfe erscheint, indem man vom Rand in die Mitte swiped. Mit dem Daumen auf dem großen Kreis kann man dann bequem die obere Hälfte des Displays steuern. Wenn man woanders hin tippt oder loslässt, dann verschwindet die Maus wieder. Mit der Login-Methode Bestätigung in 2 Schritten kannst du deine Online-Konten deutlich sicherer machen und sehr gut gegen Hackerangriffe schützen. Um sich in deinem Account einzuloggen, braucht man nämlich dann, neben deinem Passwort, auch noch zusätzlich einen nur für kurze Zeit gültigen Code. Diese Codes können sehr einfach und zuverlässig mit der Google Authenticator App erstellt werden. Wenn du zum Beispiel in den Instagram-Einstellungen die zweistufige Authentifizierung aktivierst, kannst du die App auswählen und einrichten. Das ist eine sehr gute App, um sich mit schönen Hintergrundklängen in Entspannung, Schlaf oder Konzentration zu versetzen. Du kannst einen eigenen Mix erstellen, Favoriten speichern und einen Timer einstellen. Die Sounds haben eine Top-Qualität und können tatsächlich einiges bewirken. Die meiner Meinung nach beste Fotobearbeitungs-App ist Snapseed. Die App ist komplett kostenlos und werbefrei und du kannst auf zahlreiche Tools zugreifen. Mit nutzerfreundlichen Gesten kannst du deine Bilder optimieren. Wenn du genauer sehen möchtest, was mit der App alles möglich ist, dann schau dir gerne mein hier in der Infokarte verlinktes Tutorial zu Snapseed an. Die meisten von uns machen sehr viele Bilder mit dem Smartphone, diese verschwinden allerdings schon nach wenigen Tagen in ewiger Vergessenheit. Fast nie schaut man sich alte Bilder an. Mit der App Sil Memories kann man das ändern. Jeden Tag bekommst du eine Erinnerung aus deiner Fotogalerie. Die Bilder werden von der App intelligent ausgewählt und du kannst die schönen Erinnerungen mit deinen Freunden teilen. Deine Bilder bleiben dabei auf deinem Handy und werden nicht an irgendwelche Server geschickt. Einen schicken Lebenslauf zu erstellen kann ganz schön anstrengend sein. Nicht mit der Lebenslauferstelle-App. Hier kannst du eine schön designte Vorlage auswählen und dann deine Einträge und Anpassungen machen. Anschließend kannst du es als PDF speichern und für Bewerbungen via E-Mail verschicken. Mit der App Unfold kannst du schicke, kreative Stories erstellen. Mittlerweile gibt es ja in vielen Social Media und Messenger Apps, wie zum Beispiel Instagram oder WhatsApp, das Stories-Format. Wenn du deine Bildergeschichten etwas aufpeppen möchtest, dann probiere mal diese App aus.
Du kannst Bilder und Videos aus deiner Galerie auswählen, Text hinzufügen und den Hintergrund ändern. 2019 wird auch das Jahr, in dem Werbung bei WhatsApp kommen wird und sich einige Nutzer nach einer neuen Messenger-App umschauen werden. Eine Top-Alternative ist die App Telegram. Sie ist ähnlich aufgebaut und hat sogar einige Vorteile. Wenn du Telegram besser kennenlernen möchtest und schauen möchtest, wie sich Telegram im Vergleich mit WhatsApp schlägt, dann schau dir als nächstes mein Video dazu an, was ich dir auch hier in der Endcard verlinkt habe. Ich wünsche dir viel Glück im Jahr 2019.